brauche ein Filet, 8 rohes Fleisch. So krass sieht das nicht. Also es sind halt, ist halt nicht so krass, muss ich zugeben. Ist wie so ein normales gegrilltes Fleisch. Okay, lassen wir das. Ein roher Braten, der war krank, was der für Proteine gegeben hat, wenn der fertig ist. Dass der, wenn der fertig ist, gibt er einfach so irgendwie 19 Proteine oder sowas oder 16. Okay. Absurd. Dafür brauche ich Fleischreste ganz bestimmt, ne? Ja, für Würstchen brauche ich Fleischreste. Bisschen geben aber wiederum viel Fett. Ja. Und es kommt Teig bei rum. Das ist auch gut. Vielleicht sollte ich mal Fleischreste machen. Komm, wir machen mal ein paar Fleischreste. Wo sind die denn nochmal? Wo? Oder kriege ich hierbei. Doch, ich brauche Fleischreste. Wie? Da, Fleischreste. Da mache ich sie. Ich verbrauche mal 10 Fleisch für Fleischreste. Alter. Kann ich 60 Fleischreste machen? Jung! Was soll ich mit so viel Fleischresten? Ah, das wird schon. Wird das was? Ist das schlau? Oder nicht? Ich auch nicht. Na komm, wir machen mal 30 Fleischreste, das muss reichen. Brauchen wir 5 Fleisch. Alter, du blöder Husch! Ah, da ist meine Ziege. Die Klappe. Gobbels! Bin zu doof, Gobbels zu treffen. Okay, warte mal, dann guck ich mal eben, was er hier noch. Wir brauchen jetzt natürlich langsam echt etwas, was mega gut so ausgeglichen ist, ne, beim Essen. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich gar nicht so easy. Beziehungsweise wäre ja auch schon gut, wenn man so zwei Essen hätte, wo eins das eine übelst pusht und das andere die anderen beiden Sachen. Der Wildeintopf war halt schon, der pusht halt alles, das eine halt etwas mehr, aber da pusht er alles. Mhm. Und ich kann davon einige machen. Okay. Ja, das ist doch nice auf jeden Fall. Ich mach davon mal 10 auf ganz entspannt. Mhm. Ich könnte daraus eigentlich noch mehr machen. Ich mach mal 10. Dauert sowieso schon 5 Minuten. Ja, das ist gut möglich. Das dauert ewig. So, ab an den nächsten. Ich hab doch gleich alle Pfeile verballert, ey. Fried Camels. Okay. Fried Fiddleheads, okay. Soll ich mal einen auf Kannibalen machen? Liegt gerade ein Wolf so schön am Schlafen. Uff, ja, halt das ist eigentlich eine Agave. Wir bräuchten Agave mal. Gegrillte Agave ist relativ ausgeglichen mit 3-3-1-5 oder mit 5-1-3-3, je nachdem wie rum man liest. Okay. Agave, weiß ich jetzt halt nicht, wo es die zu kaufen gibt. Muss ja nicht kaufen, muss nur finden. Jawohl! Alter, Level 5, Mann. Jungle Jagen. Camphor Salad. Der war auch nicht so schlecht. Der war eigentlich auch nicht schlecht. Der gibt bis auf Vitamine alles eigentlich sehr guten Push. Was fehlt? Talg fehlt. Aber Fett. Wieso fehlt Talg? Na warte, ich bring dir jetzt auf jeden Fall da nochmal ordentlich Fleisch. Hast du versehentlich. Ah, Tierlager ist nicht angewählt. Nevermind. Tierlager war nicht angewählt. Nevermind. Okay, nochmal E. Jetzt nochmal rein da. Herstellung. Jetzt kann ich den auch machen. Yes. War gerade schon am überlegen, warum ich den nicht machen kann. Kann ich den echt entspannt 10-mal machen? Ich behalte Talg, okay. Boah! Das war mein Shot, Alter. Oh oh. Wir machen den mal 6-mal. Oh oh, ich glaube, ich habe gerade einen Wolf getroffen. Das ist nicht gut. Naja, alles gut. Gegrillte Rübe. Ist auch ausgeglichen, ne? Shit.
Ein Wolf killst du mit einem Shot? Das ist mies. Ja, das war dein Kollateralschaden. Lagerfeuer, Bison, 8 Fleisch, 4 Talg. Respekt. Ich bring dir jetzt gleich noch ein paar Bisons, also so ist okay, nicht. 16 und 8, das wäre das übers Lagerfeuer. Ich kann mit dem Bisons aber hier am Tisch auch noch andere Sachen machen. Warte, wo ist das? Bison, Bison, Bison. Da, schlachte Bison. Da kriege ich nämlich 10 Fleisch, 2 Talg raus. Zwar nur 2 Talg, aber dafür 10 Fleisch. Und aus 2 Fleisch, die kann ich noch mehr Talg machen. Also das hier schlauer am Schlachtungstisch, das zu machen. Weil da nämlich auch 4 Fell rauskriege. Und wieso heißt die Zedernsamen da drin? Das macht keinen Sinn. Nevermind. Wenn ich das Bison am Lagerfeuer mache, kriege ich 8 Fleisch, 4 Talg raus. Mache ich das am Schlachtungstisch, kriege ich 40 Fleisch und 8 Talg raus, plus noch 8 Fell. Mhm. Da sieht man mal den Unterschied, ne? Dass der Metzger-Tisch gut ist. Also da. Kommt daran übrigens das ganze Fleisch rein. So, Topped Porridge war, glaube ich, auch nicht schlecht für Vitamine und Kohlenhydrate, wenn wir die brauchen. Die fetzen nämlich gut rein. Oh, der ist ausgeglichen. Das brauchen wir. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Prärie-Lilienzwiebeln. Wir brauchen Prärie-Lilienzwiebeln. Die sind safe da in der Wüste. Warte mal, ich geh mal dahin. What the? Ja, ich kann schon hingehen, alles gut. Ich will auch. Ach so, na gut. Ich will auch mal wieder rumlaufen. Ich ganz ehrlich, die letzte Stunde hing ich entweder in der Mine unten oder vom Lagerfeuer. Ich meine, es war schon ja, so ja. Für sich spannend und cool, aber mal bitte rumlaufen, was von der Welt sehen, so. Hat schon auch was, das ist richtig. Mhm. Weißt du, was ich seit Anfang der Folge machen wollte? Kaktusfeige? Na? Ein scheiß Beet. Aber ich muss sagen... Ey, das hier ist Agave, das sehe ich, das ist Agave. Komm mal her, das Nein. Musst du machen mit deiner Hacke, mit deiner... Achso, mit der Sichel, ne? Wo ist er denn jetzt wieder? Ach, da hinten. Okay. Weil das hier ist ganz safe Agave. Da düst er wieder im Nirvana rum. Alter, das klingt so, als wenn da immer jemand schießen würde irgendwie. Das ist Kaktusfeige. Das war... ja, Agavenblätter. Ja, das hier, ne? Diese. Ja, ja. Ja. Und die Dinger hier, die roten, die da drauf hängen, die kannst du auch. Die kann ich einfach so nehmen. Ah, ja, perfekt. Die kannst du so, ne? Das ist Kaktusfeige. Das ist, glaube ich, Feige war auch nicht so schlecht. Ah. Aber hier gibt es keine Prärie-Zwiebel, wie auch immer das Ding hieß. Kreosotbusch? Was sind diese kleinen? Was ist, wenn du diesen kleinen. Kannst du diesen kleinen Kaktus auch weghauen? Kugelkaktus, ja. Kriege ich aber effektiv nur Pflanzenfasern raus. Okay. Traubenkraut. Das Ding kriegst du aus den großen Kakteen, bekommst du bestimmt auch nichts Spannendes, ne? Die kann ich so gar nicht abbauen, die wirst du wahrscheinlich mit der Axt abbauen. Siehst du, sag ich doch. The die Frage ist, was brauchtest du jetzt nochmal? Warte, ich versuch. Irgendeine Zwiebel, ne? Was hab ich da gerade rausbekommen? Hab ich das da gerade rausbekommen? Kaktusfeige? Kaktusfeigensamen? Okay, ja. Daraus habe ich jetzt noch nichts bekommen. Na, die Kaktusfeige ist auch das, was du da abgeerntet hast von den kleinen Kakteen. Du brauchst jetzt irgendeine Zwiebel, ne? Ja. Zwiebel, würde ich sagen, erntet man theoretischerweise mit einer Schaufel. Würde zumindest einer gewissen Logik entbehren. Ja, ich bin ein bisschen... The fuck? Okay, ich kann den Kaktus einfach wie so platzieren. Brasilien-Lilien-Zwiebeln, richtig? Ja, ja. Wo hast du sie?
Das sind die blauen Blümchen, die mitten im Gras stehen. Verarschen. Das dachte ich mir nämlich schon fast. Das war das, was man früher auch mal gesucht hat. Da habe ich auch, wo ich das erste Mal gespielt habe, ewig gesucht, was das ist. Diese blauen Blümchen hier zwischen, oder was? Musst du aber mit der Schaufel ernten. Weil halt Zwiebel. Ja, okay. Die Logik leuchtet ein. Okay. Wo ist denn unser Freund eigentlich? Welcher Freund? Da unten ist er. Da geht er gerade auf. Ach so, der Freund, ja. Du hast ein bisschen Holz gesammelt. 15 Stunden 30 Minuten. Alter, wir haben heute bei 19 angefangen. Wir sind wieder bei 3,5. Wir sind bei 3,5, das stimmt schon. Das haut hin. So, und das sind diese. Welche kleinen blauen Blumen, die. Warte mal. Ah, da bist du ja, komm mal her. Sind das. Warte. Die hier? Ja, die blauen da. Bäh. Wo bist du? Ne, das war Fail. Wo bist du? Ach, da. Ja, da. Das blauen. Ding da. Ja. Da kannst du direkt drauf gehen und dann zeigst du das auch. Und zack, hast du deine Zwiebelchen. Perfekt, danke. Aber so als Tipp, die wird dich nicht inflationär abbauen, weil die gibt es, glaube ich, nicht ganz so oft. Kann man die nicht. Das ist doch eine Zwiebel, die kann man auch wieder einpflanzen, oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Zwiebeln kannst du eigentlich wieder einpflanzen und dann wachsen daraus wieder neue. Theoretisch ja, da müsste man. Warte mal, dann lass mich mal kurz gucken, weil die brauchen wir, glaube ich, wirklich öfters mal. Ja, die sind nämlich auch geil. Also damit kannst du den besten Stuff machen überhaupt, den ich hier gesehen habe. Deswegen. Brasilien-Lilien, genau. Yield Potential, genau, da wären wir. Oh, da könnten wir sogar hier, genau wo wir sind, ist das natürlich optimal hier. Okay, jetzt hast du es mit Bären aber auch echt übertrieben. Wieso? Lass mich. Okay, ich werde safe nicht mehr wissen, wo ich dieses Feld angelegt habe. Ja, du musst echt so krank mittlerweile aufpassen, was du wie isst. Das ist ja unnormal. Ja. Goddammit, Alter. Ist ja fast stressig. Okay, ich muss in der nächsten Nacht muss ich hier mal Lagererweiterung machen. Das wird so nichts. So, ich will jetzt einfach mal eins machen. Ich werde die meisten von den Zwiebeln, die ich jetzt gesammelt habe, erstmal wieder einpflanzen, wenn das wirklich geht. Weil ich habe hier einen Spot, wo die sehr gut wohl wachsen. Ja, geht. Wunderbar. Gut, weil ich habe 8 Stück, mit denen kann ich schon mal einiges machen. Okay, wunderbar. Ja, ich bringe dir auch noch welche runter. So ist ja, nicht. Alles gut. Das, was ich habe, reicht mir vollkommen aus, weil damit kann ich diesen... Dieses Topped Porridge... Und nee, das war das gar nicht. Das war... Welcher war das? Der hier, der Root Campfire Stew, weil der hat 6, 8, 9, 5. Das ist so ausgeglichen schon fast von sich aus. Und ich nutze mal gleich alle dafür. Haben wir 16 Stück davon. Aber das... Ist halt auch, glaube ich, echt gut. Ja. So, mach da gleich. So. Ich habe hier noch Samen und sowas. Die solltest du vielleicht wieder haben, ne? Ich bringe nochmal Samen. Kannst du bei mir oben in die Kiste im Haus tun? Ich habe im Häuschen mittlerweile eine Kiste. Guck mal, hier ist Reis. Das heißt, da steht runter Pflanzen, damit daraus Reis wird. Also das sind wahrscheinlich die Samen, oder? Weiß ich nicht. Ja, Reis ist, glaube ich, so beides. Das ist ja genau wie mit den Brasilien-Zwiebeln. Reis hast du noch, oder? Reis hast du aber, oder so. Nein, das können wir auch überall holen, das steht dann überall rum. Ah, warte mal, geil. Agavensamen. Stimmt, hier kann ich ja alles... Ja, genau. Ich habe Saguaro-Kaktus-Samen. Die würde ich dir auch noch vorbeibringen. Und noch Feigensamen habe ich und Sporen.
Und noch Erporen hast du auch, aber die brauche ich nicht. Die Klappe. Was ist mit dem Bison hier los? Bison, hopp. Komm. Das Bison kommt auf unserer Straße nicht klar und läuft die ganze Zeit. Ja, runter. Die kommen da alle nicht so richtig klar mit. Achso, hier in deinem Lager. Da, da die Kiste. Da ist. Nee. Ja, nee. Ich hab's schon gehört. Kiste. Da, Kiste. Ah. Das ist die Samenkiste. Ja, das wird aber nicht reichen. Ah, doch, reicht mit dem, okay. Ja, wenn nicht, muss ich noch eine Kiste hinbauen. Das da kommt so. Neu rein. Und das da kommt neu rein. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten auch schon mal. Perfekt, okay, bitteschön. So. So, dann lass mich mal hier hinten noch. Natürlich erstmal schön. Da. Ach, was mache ich denn? Wieder nur Mist. So, zack. Jetzt ist wieder hell. Jetzt kann ich wieder Pfeile. So, Junge, du musst auch, wenn du Pfeile machst, musst du auch schon richtig worken, ne? Sonst wird das nichts. Habe ich das? Okay. Ja. Ah, ich wieder mal verplant. Ja, läuft. Ich hab mal eben kurz. Das ist nett. Aber wo hatte ich denn dann die Pfeile her, die ich dann mitgenommen habe? Die 40 Pfeile waren schon hergestellt von mir. Ah, okay. Mhm. Ich hab mal wieder geklaut. Läuft. Mhm. Ah ja. Too hungry to work. Ach, jetzt gehen wir doch nicht auf den Zopf. Ja, wenn man für das eine zu hungrig ist, ist man wahrscheinlich auch für das andere zu hungrig. Mhm. Gobbles, du störst mich hier gerade. Ach, Mann, nee. No time to work. So. Was hast du denn jetzt hier Feines an Essen zu kredenzen? Irgendwie. Wo ballerst denn du das rein? In eins der Essenlager, was frei ist. Deswegen, ich brauche ja, das ist ja das, was ich meine. Ich werde in der nächsten Nacht mal dafür sorgen, dass ich neue Lagerplätze hier mir schaffe, wie auch immer ich das machen will. Ich glaube, es ist übrigens leichter mittlerweile zu sagen, ich trage eher ab und setze eine Etage tiefer dann das nächste Lager auf. Das prinzipiell auch richtig. Als aufzuschaufeln und das am Ende nicht nutzen zu können, weil es zu viel ist. Ja. Uiuiuiui, das war jetzt gerade ein bisschen. Bisschen too much? Ja, ein bisschen. Egal. Aber das Campfire-Stew, das kracht richtig. Das wird nicht ja, gut. Sag ja, das ist wirklich gut. Weil das ist halb, es ist schon relativ gut ausgeglichen, einfach so von sich aus. Ja. Und jetzt habe ich aber, übrigens, wie gesagt, die 2 Kommazahlen und so, die steigen dann auch. Also das kann dann auch irgendwann sein, dass da im Bestfall 5555 steht. Ja, okay, aber muss halt ausgeglichen werden, wie das geht, ne? Ja, ja, genau. Wollt's bloß sagen, weil das fiel mir nämlich gerade auf. Also wenn du nochmal Rampen machen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, kann ich vom Prinzip machen. Da muss ich bloß mal Erde sammeln gehen. Hä? Das ist aber prinzipiell nicht das Problem. Denn ich wollte da hinten ja eh noch abtragen. Und ich wollte mein Road Tool reparieren. Ach, ich wollte immer so viel. Ah, Sandstein. Nice, Sandstein. Okay. Ey, wie man halt einfach immer mit E die Tür aufmachen will. Schrecklich, oder? Es ist übel, Alter. Es nervt. Das triggert einen ja schon selbst, sodass man so dumm ist. Ja. So, Road Tour. Schäufelchen. Sensor. So, mehr brauche ich derzeit nicht. Oh, Alter, also wenn du so. Warte mal, 1, 2, 3. Ich brauche noch viele Rampen da unten. Ja, 3 Rampen würden erstmal für den Anfang reichen. Also, warte mal, 1, 2. Ja, 4. 4 Rampen würden reichen. 4 Rampen wären erstmal eine ganz schöne Sache, du. Okay. Dann wäre ich richtig zufrieden.
Kriegen wir, denke ich, hin. Vier Rampen würden schon mal ganz viel vereinfachen. Halt einfach immer Gobbles hinten im Wald ruft. So, zack. Wir haben jetzt 10, 15... Wäre halt irgendwie cool, wenn ich da endlich mal ein bisschen effizienter. Achso, Roots Out to Strong. Diese Rampen herstellen könnte. Das wäre mal so mega cool. Und nicht immer so ineffizient, wie es bis jetzt läuft. Ja. Ich brauche aktuell 3 Erde für so eine Rampe. Okay, das ist wirklich ineffizient. Ich weiß, was du meinst. Wieso liegt da toter Gobbles? Vogelgrippe? Wieso? Wieso hängst du... Nee, komm, hör auf. Was? Hör auf, Karin, warum tust du das? Karin, wieso tut sie so? Was ist jetzt los mit dir? Bruder, ich hab dich nicht mehr bewegt und du bist nach da geschoben. Warum? Du bist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf, oder was? You don't know. So... Lagerplatz, Karren. Das Einzige, was immer ein bisschen nervig ist, dass du jedes Mal den Karren wieder aktivieren musst. So. Hä? By the way, ich hatte vorhin eigentlich, dachte ich, auch auf Alt und dann Dings gedrückt hier, Work. Kann aber sein, dass ich da vielleicht nicht mehr genug Kalorien hatte. Zu Just Saying und so. Ich weiß übrigens, wo mein Problem liegt, glaube ich, gerade. Okay. Ich habe ein bisschen wenig Power aktuell. Ja. Das ist natürlich schon. Ein bisschen. Also um den Karren richtig zu schieben, weißt du? Weil der verkantet sich ja aktuell überall. Ach so, ja. Oh, wie irgend möglich. Ich muss auch immer gucken, sieht man das, wo Current Reputation Crafting Erdraum. Halt. Die Frage ist, unter was diese Dirtrampe, dieses Rezept läuft an. Spezialisierung, dass man da besser wird. Carpentry Holzfällen, das kann es ja effektiv nicht sein. Komm. Ist das Selbstverbesserung? Eisenhammer, Eisenschaufel. Okay, komm mal her und dann versuch mal irgendwie die Straße halbwegs hinzubekommen, dass hier keine... Ich bin schon auf dem Weg. Löcher mehr sind, das wäre schon mal hilfreich, weil ich bleib ständig irgendwo hängen und dann kann ich den Karren nicht mehr bewegen und ach, keine Ahnung. Gerade mega nervig. Glaube ich dir. Ich müsste eigentlich die Rampen. Guck mal, ich habe 6 Rampen jetzt. Damit sollte ich dir noch aus der Patsche helfen können, denke ich. Denk auch dran, ein bisschen Erde mitzunehmen noch. Ja. Damit du hier an den Rändern auch was machen kannst. Oder kannst du hier den Stein auch ausgleichen? Nee, oder?
Nee, aber hier oben die Steine müssen ja, noch ja, weg. Ich weiß. Ich muss genau. Brauchte die nur, warte, ich brauchte die nur, weil ich, warte. Aha. Nochmal. Geh mal. Warte, so. Push, weg da, raus da. Nein, lass mich doch so bitte einmal platzieren. Das ist einmal schön, aussieht da drunter. Ach so. Hast du? Gleich. Sag wann. Nicht, dass ich dir die jetzt die Rampe ins Gesicht drück. So, zack. Achso, ist da auch in Ordnung? Oder? Warte. Gleich, ja. Ich leg dann da einfach Kohle rein, weil scheiß drauf. Reicht das von der Länge schon? Ja, müsste, oder? Warte. Eigentlich wär's ja viel schlauer, wenn ich dir die Rampen einfach da mit in den Wagen lege, wa? Ja, aber egal. So, jetzt. So, perfekt. Müsste. Ich hab mich dezent eingebaut. Ich weiß. Ah! Erschlag mich doch nicht hier, Alter! Ich hab doch keinen Helm auf! Brennt dir der Helm oder was? Bitteschön. Ah, danke. So. So. Okay, aber ich sehe schon das Problem hier. Da. Warte mal. Nimm das mal von. Ja, genau. Oben weiter durchziehen. Palim. Hast du noch welche? Palim. Nee, das waren die letzten beiden. Ach so, sonst platziere doch die eine davon noch hier unten als drittes Ding. Dann ist mir da, kann mir da kein Problem passieren. Weil wenn, ach so. Wenn ich hier gerade laufe, ist das nicht das Problem, dann ist alles gut, aber. Ich wäre jetzt immer, ich wäre immer noch Erde holen, wir werden das hier erstmal gegen Erde ersetzen. Ja, genau, diese Flücke hier. Und ist dann, ein bisschen, ja, dann hast du da unten erstmal eine ordentliche Fläche. Ist ein bisschen das wasted. Ja, egal. Das können wir ja später immer noch durch Stein dann oder durch eine Concrete-Straße ersetzen. Das würde ich dann eh machen, aber gibt ja dann auch Concrete-Rampen und klar Keks.